Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Grow Shop. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei den DHV News. Wir sind heute ein bisschen spät dran, weil ich hier beim Ortsgruppentreffen des Deutschen Hanfverbands bin. Sag euch gar nicht wo, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Und nach einer längeren Autofahrt habe ich jetzt hier noch die News vorbereitet und habe hier auch ein paar Leute im Raum sitzen von den Ortsgruppen. Habe also ja, noch nie so viele Leute dabei gehabt bei der Aufzeichnung der DHV News. Kleine Premiere sozusagen. Aber die haben gesagt, sie wollen jetzt nicht die ganze Zeit reinquatschen. Ich glaube, ein paar von euch sieht man auch so ein bisschen in der Spiegelung, in der Scheibe hinter mir. Wahrscheinlich mit zunehmender Dunkelheit sieht man davon auch mehr. Oder ist die Person noch draußen? Weiß ich jetzt gar nicht, ne? Ob das schon so viel spiegelt. Naja, also bis zum Ende der Sendung sieht man wahrscheinlich mehr von euch, die hier sitzen, als jetzt gerade. Wie auch immer, legen wir los. Erstmal habe ich zwei Vorbemerkungen, zwei Hinweise auf neue Videos von der Cannabis-Normalkonferenz. Da haben wir jetzt alle Videos online, die ihr auf der großen Bühne stattgefunden haben, also alle Sessions, die ohne Konkurrenz auf der großen Bühne waren. Letzte Woche hat man ja schon die Politiker-Diskussionsrunde veröffentlicht, jetzt auch die Verleihung des Hanfatlas in den Kategorien Aktivismus, Wissenschaft und Politik. Und das zweite Video, Mariana Grillen, bundesweite Kette. Viele von euch haben wahrscheinlich schon davon gehört. Wenn nicht, guckt es euch trotzdem an. Ja, ist ein interessantes Video, interessantes Thema, ob es möglich ist und was davon zu halten ist, wenn Leute eben versuchen, eine bundesweite Kette von Anbauvereinen zu etablieren, die alle den gleichen Namen haben, alle gleiche Satzung, alle gleiche Konzept und so weiter. Gab es viel Kritik im Vorfeld dazu. Und auch auf der Cannabis-Normalkonferenz haben die Leute von Mariana CSCs Rede und Antwort gestanden. Guckt es euch an. Alles hier zu finden im Kanal des Deutschen Hanfverbands und auch eine Playlist zur Cannabis-Normalkonferenz, wo wir jetzt weiter nach und nach immer mehr Videos noch bringen werden. Aber eine Woche Durststrecke ist jetzt noch angesagt. Nächste Woche gibt es kein weiteres Video von den Sessions, aber danach geht es dann wieder weiter. So, zum Thema. Thema Nummer 1, ganz klar Titelthema. Niedersachsen erteilt erste Betriebsgenehmigung für Anbauvereine. Das ist spannend natürlich, weil kein Mensch damit gerechnet hat, dass es so schnell jetzt gehen würde mit der ersten Genehmigung eines Anbauvereins. Also die Behörden haben ja 3 Monate Zeit zu entscheiden über die Anträge nach Eingang aller Unterlagen, wenn die alle vollständig sind. Und von daher, bei den meisten Bundesländern muss man jetzt auch davon ausgehen, dass es ausgereizt wird, dass es auch diese 3 Monate dauert. Aber überraschenderweise hat jetzt Niedersachsen bzw. die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Miriam Staute von den Grünen, ich hatte gerade mal einen Schluck Wasser hier, das ist natürlich super, wenn man so viele Leute hier rumlaufen hat. Ich habe nämlich hier nur Clubmater, klebt wie Sau im Hals. Ein bisschen Wasser ist natürlich praktischer. Ein Hoch aufs Ortsgruppentreffen. Wasser am Start. Danke. Also Miriam Staute von den Grünen, Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, hat jetzt schon wenige Tage nach Beginn der Möglichkeit, überhaupt Cannabis-Anbauvereine zu beantragen, schon eine Genehmigung erteilt. Und große Überraschung, den CSC Ganderkesee. Das ist ein Punkt, den ich mir aufschreiben musste. Da habe ich noch nie was von gehört, wahrscheinlich sonst auch niemand irgendwie. Ganderkesee. Keine Ahnung, was das jetzt genau sein soll. Ne? Wahrscheinlich 3 Häuschen irgendwie an irgendeinem Weiher oder so. Auf jeden Fall, die haben eine Anbaugenehmigung. Die können jetzt loslegen, können ihren Grow einrichten und loslegen und rechnen auch damit schon im Oktober zu ernten. Wobei da wahrscheinlich noch nicht die Trocknung mit dabei ist. Es kommt sogar noch ein Glas Wasser, herrlich, super. Aber dann die Prognose, erstes Gras zu Weihnachten, werden die wahrscheinlich auf jeden Fall hinkriegen. Und das ist in mehrfacher Hinsicht auch bemerkenswert, weil dieser Club jetzt Möglichkeiten gegeben hätte, Anlass gegeben hätte, eine Betriebsgenehmigung auch zu verweigern in Bundesländern, die wirklich jetzt sich auch repressiv aufstellen. Ja, wie sagen, also wir wollen jetzt hier möglichst restriktiv gucken, dass alle Regeln irgendwie beachtet werden und so weiter. Ja, in Bayern hätte dieser Anbauverein vermutlich keine Anbaugenehmigung bekommen. Gab es auch wilde Diskussionen im Netz. Insbesondere, denke ich, da diskussionswürdig ist der Punkt, dass ausdrücklich die Mitglieder keine Anbaudienste verrichten sollen im Anbauverein in Ganderkesee. Ja, obwohl ja im Gesetz drinsteht, die Mitglieder sollen sich aktiv am Anbau selbst beteiligen. Was für die meisten Anbauvereine wirklich auch ein Riesenproblem darstellt und vor allen Dingen für die
die zuständig sind und verantwortlich sind für den Anbau von Cannabis in diesen Vereinen, die da sich die Haare raufen, wenn sie dann denken, irgendwie 500 Mitglieder, die alle im Go-Raum rumlaufen irgendwie und ihre Bazillen da reintragen, ja, und irgendwie Schimmelsporen und was weiß ich, ja, die dann alle irgendwie an den Pflanzen rumgießen und schnippeln und so, ne, das ist der Albtraum für jeden Aufseher von so einem Grow. Und alle überlegen sich schon, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wie sie das vielleicht irgendwie ja, so minimal machen können, irgendwie dieses Gesetz, diese Vorgabe irgendwie zu erfüllen. Und scheinbar gibt es da in Niedersachsen zumindest Leute, die das verstehen, das Problem, ja, und die jetzt da nicht drauf rumreiten, dass der Verein ganz öffentlich auf der Homepage, auf der Startseite dieses Anbauvereins schon steht, ja, wir verlangen kein Mitmachen beim Anbau. Das ist einigermaßen spektakulär, aber auch pragmatisch und vernünftig, wie gesagt, also letztendlich ist die Vorgabe eben, dass wirklich jedes einzelne Mitglied da mitwurscheln soll, auch wirklich Blödsinn. Und daran sieht man halt auch, haben wir ein restriktives Bundesland oder nicht. Ein anderer Punkt ist der mit der Präventionsbeauftragten. Ja, jeder Verein muss einen Präventionsbeauftragten haben und die gibt es ja noch gar nicht. Ja, es gibt noch gar keine Schulungen dafür, es gibt noch nicht mal das Mustercurriculum vom Bundesgesundheitsministerium, das da noch irgendwie mit um die Ecke kommen will und auch keine zertifizierten Anbieter solcher Schulungen. Und da werden viele Bundesländer sich jetzt darauf zurücklehnen, ne, und sagen, ja, wir haben die 3 Monate, ticken ja erst, wenn alle Unterlagen da sind und inklusive dieser Schulung. Und daran werden wir jetzt erkennen, welche Bundesländer da Steine in den Weg werfen wollen und welche Bundesländer pragmatisch damit umgehen und sagen, wir finden das sinnvoll mit den Anbauvereinen, wir wollen Schwarzmarkt verdrängen und möglichst schnell möglichst viele Anbauvereine haben. Und dazu gehört dann auch, dass man sagt, okay, ihr habt einen Präventionsbeauftragten bestimmt. Und ihr könnt die Bescheinigung für die Schulung halt nachreichen, sobald das möglich ist. Ja, so ist das offensichtlich in Niedersachsen gelaufen, pragmatisch und zugewandt den Anbauvereinen. Wunderbar. Soweit, so gut. Wir sind gespannt, welches Bundesland als nächstes kommt. Berlin wird es bestimmt nicht sein. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Infos aus anderen Bundesländern, die so zusammengekommen sind in der letzten Woche. Aber ganz krass ist Berlin. Ja, wirklich, ich habe schon mal angedeutet, die sind Schlusslicht schon bei der Bestimmung der zuständigen Behörde gewesen. Und Berlin ist auch das einzige Bundesland, das bisher noch gar nicht endgültig entschieden hat, wer darüber entscheiden soll, über die Anträge der Anbauvereine. Und die haben jetzt ganz mit der heißen Nadel gestrickt gesagt, also vorläufig sollen die Bezirke dafür verantwortlich sein, also was weiß ich, Kreuzberg, Pankow und so weiter, damit überhaupt irgendwo die Anträge hingeschickt werden können. Ja, das ist ja gesetzlich jetzt so vorgesehen, dass sie das können, die Anbauvereine. Und die landen jetzt erstmal im Nirvana bei den Bezirken, die gar nichts davon wissen. Die sagen, wir haben die Kompetenzen dazu nicht. Ne? Gab riesen Aufregung darum. Und die haben jetzt nochmal nachgelegt. Also die Gesundheitsstadträte dieser Bezirke haben einen gemeinsamen, sehr kritischen Brief geschickt, auch öffentlich an die Gesundheitsverwaltung, gesagt, das geht nicht, wir haben die Kompetenzen nicht. Das ist auch, können wir gar nicht einheitlich entscheiden darüber. Ne? Das ist ein Flickenteppich irgendwie, das ist so alles Quatsch. Ne? Das muss irgendwie auf Landesebene geregelt werden. Und das ist auch sinnvoll, das ist absolut nachvollziehbar. Und das zeigt eben das Chaos da in Berlin, dass das keiner will, ne, dass die CDU-SPD-Regierung, große Koalition mit einer SPD, die auf jeden Fall eine Tradition hat als SPD-Gesundheitssenatoren, Senatorinnen, nicht besonders Cannabis zugewandt zu sein. Ja, das sind immer Leute gewesen in letzter Zeit oder letzten vielen Jahre über, SPD-Gesundheitssenatorinnen, die eigentlich mit dem ganzen Drogenthema nichts zu tun haben wollten. Und so war das jetzt offensichtlich auch. Die haben gesagt, sie sind jetzt noch nicht so weit, weil das ja mehr als ambitionierter Zeitplan wäre, so kurz, so schnell diese Behörden da zu bestimmen. Ja, das würde ja gar nicht gehen und so weiter. Ne? Geht aber nur in Berlin nicht. Alle anderen Bundesländer haben das hingekriegt. Und jetzt zitiere ich noch den Tagesspiegel ganz konkret. Hinter vorgehaltener Hand heißt es in Senatskreisen seit Wochen, die Gesundheitsverwaltung habe das Thema über Monate hinweg verschleppt. Erst am vorvergangenen Donnerstag und damit 4 Monate nach Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag hatte erstmalig überhaupt ein Treffen auf Staatssekretärsebene stattgefunden. Ja, und dann erzählen die uns irgendwie, das war alles so furchtbar eng vom Zeitplan her, ne, und 4 Monate lang haben die gar nichts gemacht. Unglaublich verlogener Scheiß. Unglaubliche Dilettantentruppe in Berlin, wie immer. Ja, Berlin kriegt man wieder nichts auf die Reihe. Eine SPD, die irgendwie nicht zu dem steht, was sie auf Bundesebene gemacht hat. Und ein regierender Bürgermeister von der CDU, der, ja gut, ist halt CDU, sowieso nichts mit dem Thema am Hut, aber wer sich regieren schimpft, sollte auch regieren, ja, und nicht irgendwie so eine total chaotische Gurkentruppe beaufsichtigen beim Spielen. So,
Aber nochmal, Berlin, wenn wir gerade mal dabei sind. Auch in Berlin wird gerade diskutiert über den Bußgeldkatalog, den ja einige Bundesländer schon veröffentlicht haben, meistens ziemlich streng. Ja, also alle, die wir bis jetzt gehört haben, sehr streng, wenn man das vergleicht mit anderen Delikten, wie viel zu schnell vor einer Schule rumrasen oder so. Ja, da ist halt kleinste Cannabis-Delikte sind damit sehr hart bestraft. Und das soll jetzt in Berlin auch so sein. Ja? Sag mal, man orientiert sich auch an Hamburg, ja, von wegen vergleichbar Großstadt und so, aber Hamburg hat sich an Bayern orientiert. Also insofern, alle orientieren sich irgendwie an Bayern und alle wollen halt irgendwie super krass, super restriktiv haben. Und auch in Berlin hat jetzt die CDU eine Vorlage gemacht für diesen Bußgeldkatalog, wo dann heißt 500 bis 1000 Euro Strafe für jedes kleinste Vergehen gegen das Cannabisgesetz, also alles, was im Ordnungswidrigkeitenbereich ist und nicht im Straftatenbereich. Zum Beispiel Konsum an der falschen Stelle im Stadtgebiet, nachts um 2:30 in Sichtweite eines Spielplatzes zum Beispiel konsumieren oder 1 Gramm zu viel auf der Straße mit sich rumführen, 500 bis 1000 Euro. Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Jugendlichen, 1000 Euro, ja, da geht es doch gar nicht unter 1000 Euro überhaupt los. Oder auch zu Hause haben wir eine Obergrenze von 50 Gramm. Und nochmal dazu gesagt, die sind ja alle vollkommen unsinnig, die Regelungen. Ja? So die Konsumabstandsregelung als auch diese Besitzobergrenzenregelung haben wir ja alles bei Alkohol nicht. Insofern sowieso schon, überhaupt die Idee ist unsinnig restriktiv. Und dann jetzt eben auch noch eine Bußgeldansage davon von 500 bis 1000 Euro. Ist wirklich ein Witz im Vergleich zu anderen Strafen oder Bußgeldern, die da angedroht werden. Unglaublich. Also gerade von Berlin würde man nicht erwarten, dass jetzt auch irgendwie einen auf Hardcore-mäßig Anti-Cannabis machen. Und ja, da wollen wir mal ein bisschen mehr sehen von der SPD als so ein bisschen aufmucken. Ja, die haben also gegen den CDU-Katalog, hat irgendein SPDler sich jetzt schon irgendwie kritisch geäußert und gesagt, ja, das findet er jetzt nicht so gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, aber dann sollen sie mal einen Aufstand machen da, sollen sie mal verhindern oder irgendwie mal eine Null streichen von diesen Bußgeldern, mal gucken, ob sie das mal geregelt kriegen. Zu den anderen Bundesländern haben wir noch ein paar Infos und zwar Rheinland-Pfalz sind 4 Vereine, die einen Antrag auf Betriebsgenehmigung gestellt haben. 5 in Hamburg. NRW hat ja die Zuständigkeit auch runtergedrückt sozusagen, wie Berlin das jetzt vorhatte, aber eben auf Regierungsbezirke, wo gleich irgendwie schon da recht große Regionen auch mit abgedeckt sind. NRW ist ja das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Da ist das vielleicht auch eher nachvollziehbar zu sagen, okay, Bezirksregierung Münster zum Beispiel, in dem Fall hier haben wir die Info, da hat sich noch gar kein Cannabis-Club angemeldet in NRW, Regierungsbezirk Münster. In Sachsen haben wir 4 Anträge. Also das mal so als kleine Übersicht, da war zu erwarten, dass jetzt nicht irgendwie sofort irgendwie die Türen eingerannt werden bei den zuständigen Behörden mit oder die zugeschmissen werden mit Anträgen auf Betriebsgenehmigung von Anbauvereinen. Und das ist auch wirklich so, ja, jetzt ist jeweils nur eine Handvoll. Und wie ernsthaft die dann sind, ist auch nochmal die Frage. Und eben, ob überhaupt von vollständigen Unterlagen ausgegangen wird in den jeweiligen zuständigen Behörden, wenn zum Beispiel keine Schulung für Präventionsbeauftragte bisher vorgelegt werden kann. So viel zum Thema Anbauvereinigungen und ja, erste Genehmigung ist natürlich eine super Nachricht, soweit so gut. Ein bisschen aufregen muss mich in dem Zusammenhang über die Gewerkschaft der Polizei. Angefangen hat da alles diese Woche mit Informationen über die sogenannte Makromafia aus den Niederlanden, also wo so gesagt wird, das sind irgendwie Marokkaner, die traditionell Hasch aus Marokko irgendwie rüberbringen nach Europa und da jetzt die superkriminellen Gangs sind. Wobei dann auch schon ein paar differenziertere Artikel sagen, ja gut, also das kann man jetzt nicht so darauf reduzieren. Ja, das sind alle möglichen Leute, nicht nur Marokkaner, auch Niederländer, die schon seit Jahrzehnten da im Geschäft sind. Aber es gibt natürlich gewalttätige Strukturen, nicht nur in Holland, logischerweise auch in Deutschland. Aber hier haben wir dann einen Fall, der genau in dieses Storytelling der Polizei reinpasst, was sie ja schon seit 2 Jahren ungefähr erfahren, seit Ampelregierung, dass sie sagen, in Niederlanden sind ganz schreckliche Verhältnisse und das kommt alles nur wegen der Coffeeshops und wegen der Drogenpolitik da und das wollen wir auf gar keinen Fall haben und deswegen sind die Pläne der Ampelregierung scheiße. Das ist ja im Prinzip eine Story, die Rainer Wendt von der deutschen Polizeigewerkschaft als erster, jedenfalls so wie ich das nachvollziehen konnte, aufgemacht hat, überhaupt dieses Thema. Ja, früher hat kein Mensch gesagt, irgendwie, dass holländische Verhältnisse im Cannabisbereich jetzt irgendwie schlimm werden. Ja, das haben die irgendwie so aufgebauscht, diese Story. Und das ist halt auch Blödsinn, weil die Kriminalität, die da herrscht im Zusammenhang mit Cannabis, bei uns genauso herrscht. Und die da vielleicht über das deutsche Maß hinausgeht, mit Kokain zu tun hat, weil eben über die großen Häfen das meiste Kokain reinkommt und da das meiste Geld und die größten Margen mitgemacht werden und da in dem Zusammenhang auch die größte Gewalt angewendet wird. Auf jeden Fall gab es jetzt einen Vorfall in NRW,
wo eine ganz dramatische Geiselnahme irgendwie beendet wurde. Da wurde wohl jemand gefoltert von irgendwelchen Gangtypen aus den Niederlanden, wo sie auch welche haben laufen lassen, damit die Geiseln nicht umgebracht werden oder so. Und da ging es eben irgendwie um Auseinandersetzungen innerhalb dieses Händlermilieus sozusagen, um irgendwelche Schulden, die da eingetrieben werden sollten. Und das hat jetzt erst CDU-Minister Reul aufgenommen und gesagt, oh, seht ihr die Pläne von Lauterbach, alles ganz schrecklich, jetzt kommen irgendwie die Killer aus den Niederlanden und fangen hier an, irgendwie Geiseln umzubringen und zu foltern wegen Lauterbach, so ungefähr. Halt völliger Blödsinn. Und da sind die Polizeigewerkschaften auch gleich wieder drauf angesprungen und insbesondere eben auch die GdP, die hat jetzt schon länger Macht. Und wo ich mich frage, wo ist denn eigentlich deren Gesinnungswechsel geblieben? Ja, die haben spektakulär endlich irgendwie mal eingesehen gehabt. Ich glaube, vor einem Jahr ungefähr habe ich die Nachricht gebracht in den News hier. Sie halten sich jetzt neutral zum Thema Cannabispolitik. Sie haben eigentlich, wie das ja auch logisch ist, ja, die Politik hat zu entscheiden, ob jetzt Cannabis legalisiert werden soll oder nicht. Und die Polizei eben auszuführen hat, was in Gesetzen drinsteht und eigentlich nur dazu beiträgt, dass das irgendwie möglichst vernünftig gemacht wird. Und möglichst praktikabel für die Polizei. Ich meine, klar ist das jetzt nicht alles praktikabel, was da jetzt irgendwie im Gesetz drinsteht, muss man ja sagen. Aber hier wird wieder Generalkritik irgendwie gebracht, auch völlig ohne Hintergrund, ja auch wieder bezogen auf diese komische Geschichte da in NRW, die mit der Cannabispolitik in Deutschland überhaupt nichts zu tun hat. Und wo dann auch so Storys aufgemacht werden, zum Beispiel, dass das Risiko besteht, dass sich irgendwelche Kriminellen bei den Anbauvereinen jetzt reinfuchsen und da irgendwie mitspielen und dass deswegen der Schwarzmarkt wächst. Ja, also weil die Vereine, die natürlich den Schwarzmarkt reduzieren, ja, weil die dann eine Konkurrenz sind zum Schwarzmarkt und weil bei manchen dieser Anbauvereine vielleicht auch Kriminelle mitmachen, ist die Story, ja, dann wächst der Schwarzmarkt. Ja, also total irrsinniger Quatsch. Und übrigens kommt das ganze Zeug immer jetzt vom Vizevorsitzenden der GdP, Alexander Poitz, der hat übrigens auch in einer Anhörung mal neben mir gesessen. Vielleicht weiß das der eine oder andere noch, hat irgendwie das Bild davon. Und der Fortschritt, der sich ergeben hat letztens, ja, wo ich gesagt habe, dieser Grundsatzbeschluss, die halten Sie jetzt raus aus der Politik, das kam gleichzeitig mit einem neuen Vorsitzenden bei der GdP, Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Das ist ja eigentlich der Chef von denen. Ja, der sagt aber irgendwie nie wieder was zu Cannabis letzte halbe Jahr oder so. Überall wird jetzt dieser Alexander Poitz zitiert, der offensichtlich ein Hardliner ist, der offensichtlich gegen Legalisierung ist und da andauernd irgendwie diesen Quatsch da verbreiten darf. Also frage ich mich, was ist denn da los bei der GdP? Ja, also haben die ihren Grundsatzbeschluss jetzt wieder vergessen? Haben die ihren Kopelke kaltgestellt und haben gesagt, ja, du bist ja gut und schön, ja, aber deine Meinung zu Cannabis teilen wir nicht. Da muss jetzt irgendwie wieder die Hardliner ranlassen, wenn es um Mikrofone geht, wenn es irgendwie um Cannabis geht. Ja, irgendwas stimmt da nicht bei denen. Also wenn ihr Mitglied seid bei der GdP, wenn ihr selber Polizisten seid und das Ganze schwachsinnig findet, meldet euch mal bei denen, ja, und sagt denen, sie sollen damit den Blödsinn aufhören. Der Poitz redet auch immer was von zusätzlichen Belastungen der Polizei durch die neue Cannabispolitik. Zum Beispiel Kontrollaufgaben um die nun vorhandenen Anbauvereine herum. Ja, die Polizei hat überhaupt nichts zu tun mit den Anbauvereinen. Ja, die werden überhaupt nicht von der Polizei kontrolliert, sondern von den ganzen Behörden da, habe ich ja jetzt schon tausendmal erzählt hier, wo Berlin jetzt da noch am Struggeln ist und die Landwirtschaftsministerin fleißig Genehmigungen erteilt und der Typ von der GdP erzählt, sie hätten da jetzt mehr Arbeit wegen Anbauvereine. Ja, müssen jetzt weniger Kriminelle jagen. Aber die denken ja, sie müssen in den Anbauvereinen irgendwie Kriminelle finden oder so. Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt genau da machen an Mehrbelastung. Der hat doch erzählt, der Poitz, sie hätten neue Kontrollaufgaben im Straßenverkehr. Das ist einfach Quatsch, das ist gelogen. Es gibt keine neuen Kontrollaufgaben im Straßenverkehr. Es gibt genau dieselben Kontrollaufgaben im Straßenverkehr wie vorher auch. Natürlich sollen die irgendwie berauschte Leute aus dem Straßenverkehr holen. Aber das ist ja nicht jetzt mehr Aufgabe als vorher. Ja, also das ist einfach Humbug. Und letztendlich alles darauf zurückzuführen, was ja für eine Gewerkschaft irgendwie auch nachvollziehbar ist, dass sie nach mehr Personal rufen, ja, von wegen, wir haben es so schwer, ja, ihr habt uns das Leben so schwer gemacht mit dem Cannabisgesetz, wir brauchen mehr Personal. Ja, das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, aber ist auch offensichtlich sichtbar und ja, Blenderei, ja, mit unsinnigen Argumenten und das ist einfach total nervig. Ja, die haben sich wieder abgewendet von sachlicher Politik und machen populistischen Quatsch, um mehr Personal einzufordern. Also, Kopelke nach vorn wieder, ja, und denkt mal an euren Grundsatzbeschluss da bei der GdP.
Nochmal kurz zum Thema THC-Grenzwerte. Die sind immer noch nicht in Kraft getreten. Es ist ja im Prinzip politisch durch, hatte ich ja erzählt hier, im Bundesrat letztens verabschiedet worden. Und wartet jetzt noch auf die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Und das ist bisher nicht passiert. Insofern ist auch dieser 3,5 Nanogramm-Grenzwert noch nicht in Kraft getreten. Müsste aber jeden Moment soweit sein. Aber dass das noch Auswirkungen hat, zeigt sich zum Beispiel im Bericht der Hamburger Morgenpost, wo berichtet wird, dass die Polizei darauf rumreitet, ja, und der Morgenpost auch gesagt hat hier, also, das ist aber noch nicht veröffentlicht worden, da gilt immer noch ein Nanogramm und wir setzen auch noch immer das alte Gesetz durch und wir rennen immer noch den Leuten wegen ein Nanogramm hinterher. Ja, obwohl das jeden Moment, jetzt jeden Tag im Prinzip, soweit ist das 3,5 gelten, aber ja, in den sturen Polizeidirektionen ist es halt so, dass das eben noch nicht gilt. Ja, also Vorsicht immer noch, wenn ihr mit 1,1 Nanogramm durch die Gegend fahrt, ja, und knüppelnüchtern seid, da müsst ihr immer noch damit rechnen, dass irgendwie die verrückteren Polizeileute denken, dass ihr heute noch bekifft seid und morgen dann nicht mehr. Und eine nochmal kurze Nachricht im internationalen Bereich. Der tschechische Drogenbeauftragte, den Namen muss ich auch lesen, Jindřich Voboril, mein Gott, ich habe es schon oft versucht, ja, ich habe mit dem auch schon stundenlang geredet, aber den Namen kann ich mir ganz schwer merken. Das ist ein richtig cooler Typ, jedenfalls was Drogenpolitik angeht, ein richtiger Frontrunner sozusagen, eine Liberalisierung, ein echter Prohibitionskritiker und eben die Galionsfigur der tschechischen Drogenpolitik. Und ich erwähne das Ganze, weil Tschechien ja wirklich ganz weit vorne war im europäischen Raum, was jetzt die Frage ist, was das nächste Land in Europa, das eine Cannabis-Reform antreten wird. Und die Tschechen haben ja auch noch ganz lange an der vollständigen Legalisierung festgehalten, als bei uns schon hieß, ja, das geht nicht wegen EU-Recht und so weiter, haben die noch lange gesagt, okay, wir machen das aber trotzdem jetzt, ja, wir wollen das jetzt mal wirklich mal wissen und legen mal ein Legalisierungsgesetz vor. Und haben erst zuletzt zurückgerudert und gesagt, okay, wir machen einen auf Deutschland und es gibt halt bei uns jetzt auch erstmal einen legalen Eigenanbau, einen legalen Besitz und keine Fachgeschäfte mehr für alle. Und jetzt haben sie eben auch noch diesen Drogenbeauftragten gefeuert, der eben die ganze Zeit dafür geworben hat, ne, für eine vernünftige neue Cannabispolitik. Was kein gutes Zeichen ist in Tschechien, dass die wirklich dabei bleiben, dass sie wirklich da jetzt auch ernsthafte Reformen angehen wollen, ob jetzt nur vollständige Legalisierung oder Deutschland, ja, wäre auch schon ein Fortschritt, wenn immer mehr Länder jetzt erstmal auf unser Niveau kommen würden, sozusagen, was Entkriminalisierung angeht, um dann gemeinsam vielleicht nochmal einen Vorstoß zu machen Richtung Legalisierung. Aber in Tschechien ist da jetzt nochmal ein größeres Fragezeichen dahinter als sowieso schon. Und interessanterweise ist er auch nicht gescheitert letztendlich an seinen progressiven Thesen, was illegale Drogen angeht und das Ende der Prohibition, sondern weil er erstens darauf hingewiesen hat, dass es wohl auch Kokainkonsum im Parlament gibt. Ja, da gab es wohl letztens schon mal wieder so eine Untersuchung, was weiß ich, nach Koks auf Abgeordnetentoiletten oder so. Und er auch gesagt hat, würde ihn wundern, wenn das eben nicht so wäre. Ist halt total statistisch sehr unwahrscheinlich, dass im Parlament niemand kokst. Und er hat höhere Steuern für Alkohol und Tabak gefordert. Ja, und da sind die Konservativen in der tschechischen Regierung, ist auch so eine Vielparteienkoalition, durchgedreht und haben gesagt, wie ja, also mit seinen Drogenlegalisierungen, da kann man ihn ja labern lassen. Ja, aber wenn er jetzt höhere Steuern für Alkohol fordert, dann kriegt er gar nicht. Ne? Und dann haben sie ihn gefeuert. Unglaublich. Naja, mal sehen, was da jetzt, wie das jetzt noch weitergeht da in Tschechien. Und damit wären wir bei den Terminen. Habe ich nur 4 Stück, alles Ortsgruppentermine. In Heidelberg haben wir einen offenen Hanftisch am 16.07. In Mannheim einen Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am 20.07. Halle, die Kundgebung Konsumsicherheit für alles. Ich hoffe, das ist ein Ortsgruppentermin. Das weiß ich jetzt gar nicht nachgelesen. Müsst ihr selber gucken, wenn ihr Hallenser seid und dahin wollt und überlegt, 22.07. Und in Mannheim, da habe ich geguckt, da ist die Ortsgruppe zumindest involviert, ein Informationsabend am Abendgymnasium zum Thema Ist Hanf gesund, macht Kiffen krank? Also unsere Rhein-Neckar-Gruppe hat 3 von den 4 Terminen abgesahnt, unglaublich aktiv. Glückwunsch dazu. Hätte ich auch gleich mal persönlich sagen können, die sind ja alle hier. Ich sitze ja hier zwischen den Ortsgruppenleuten. Und ja, dann muss ich natürlich noch sagen, abonniert den Kanal, aktiviert den... Dortmund. Bad Dortmund, da habt ihr auch noch einen Termin. 27.07. offener Hanftisch. Na, 27.07. macht... Ja, das sind mit so in 3 Wochen erst. Jetzt sind nur 2 Wochen hier die Termine. Also, abonniert den Kanal, ja, aktiviert die Glocke, liked das Video und so weiter. Und jetzt gucke ich nochmal hier irgendwie in die Aufzeichnung rein, wie die Spiegelei jetzt ist in der Scheibe. Ja, spiegelt jetzt mehr als am Anfang. Aber ich sitze, glaube ich, vor euch. Man sieht euch trotzdem nicht winken. Komisch. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, wenn ich so weggehe hier mal.
Ja, jetzt sieht man. Ha, da sind sie. So, jetzt muss ich noch das Outro klicken hier. Und dann habt ihr das geschafft, ne?